Wuff. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Benny, schön, dass du da bist. Ich war beim Tag der offenen Tür von Aqua Genera. Ich habe dich auch mitgenommen. Das heißt, wir gucken uns heute gemeinsam die ganzen Videos an, die ich gemacht habe, gucken, ob ich eventuell mir eine Pflanze gekauft habe. Man weiß ja nie, ob ich sie ins Auto gekriegt habe, ob sie heile angekommen sind. Genau, mir geht es wieder besser. Danke der Nachfrage. Das heißt, was erwartet dich? Ich habe ein bisschen den Eingang gefilmt. Das heißt, das, was ich normalerweise nicht gemacht habe, den ersten großen Raum. Dann habe ich natürlich meine zwei Hotspots natürlich gefilmt, wo die ganzen großen Pflanzen stehen. Ich habe ein wunderschönes Regal voller Quere-Malense, voller schöner Anthurien gesehen. Das fand ich wirklich sehr schön. Aqua Genera oder zumindest der Alex hat halt angefangen, kleine oder Anthurien selber zu züchten. Das heißt, er hat da so kleine Boxen stehen gehabt, in die wir auch reingeguckt haben oder reingucken durften. Genau, dann haben wir uns natürlich noch die ganzen Räume halt angeguckt, sind ein bisschen durch die Räume gelaufen, haben Baby-Orchideen gesehen. Genau, ach genau, und Aqua Genera verkauft jetzt auch Moos, ne? Das haben wir uns auch mal angeguckt. Ich muss das auch unbedingt anfassen. Moos ist flauschig. Genau, dann habe ich noch eine wunderschöne Angolos eburnea gefunden. Also weil da so viele auf den Tischen standen, sah das so richtig schön und so richtig schön wuchernd aus. Genau, das gucken wir uns heute an, kleine Erwartungshaltung. Und ich würde sagen, wir fangen auch jetzt direkt mit den ganzen Videos an. Das heißt natürlich Eingang, das heißt, wie sieht das aus? Oder wie könnt ihr euch das vorstellen? Das heißt, genau, da ist die Straße und normalerweise kommt ihr von einer der beiden Richtungen. Da ist ein richtig schöner, großer Parkplatz. Das heißt, man muss sich nicht jetzt da in diese vier, fünf Parkplätze da quetschen, falls er mit dem Auto kommt. Genau, und da hinten ist schon Aqua Genera mit dem kleinen Schildchen dran. Und das ist halt sozusagen so, wie ihr da anreist. Was ich normalerweise oder was ich persönlich vorher noch nicht so verstanden habe, ihr müsst nicht bis zum Tag der offenen Tür warten. Ne? Wenn ihr jetzt da halt wirklich zu Aqua Genera Europa wollt, dann könnt ihr das wirklich jederzeit tun. Ihr müsst natürlich ein bisschen auf die Öffnungszeiten auf der Webseite gucken. Aber Aqua Genera hat nicht nur am Tag der offenen Tür offen. Ne? Ihr könnt da auch zu jedem beliebigen anderen Tag hinfahren, dann ist das vielleicht ein bisschen leerer oder sonst was. Das habe ich irgendwie vorher nicht verstanden, weil ich dachte so, okay, so ein großes Gewächshaus und so und die haben da bestimmt nicht so weit offen. Doch, ihr könnt da einfach hinlaufen. Hinlaufen, sagt derjenige, der 3 Stunden mit dem Auto fährt. Ihr könnt da einfach hingehen, hinfahren, fliegen, wie auch immer, euch hin teleportieren und dann seid ihr da. Okay. Das war der Eingang. Normalerweise, okay, je nachdem, wann ihr halt ankommt, kriegt ihr eigentlich immer sehr gute Parkplätze da in der ersten Reihe. Genau. Starten wir auch jetzt gleich mit dem zweiten Video durch. Genau, das ist der Eingang. Das heißt, wenn ihr reinkommt, erwartet euch das. Eigentlich so ein Gemisch aus allem Möglichen. Das heißt, Orchideen, kleine Thai Constellation oder Deliciosa, Anthurien. Ein paar Töpfe auf der linken Seite, auf der rechten Seite, wenn ihr gerade durchgeht, ist dann da der Raum, wo auch die Auktion war. Ich glaube, wenn ihr denn da noch ganz weiter durchgeht, also durch diesen Auktionsraum, dann kommt ihr wieder nach draußen. Also eigentlich hier ist dann der Parkplatz und wenn ihr denn da so rumgeht, ist dann hier hinten nochmal so ein kleiner Aufenthalts- oder so eine Freifläche. Da wurde normalerweise dann halt irgendwie immer auch in diesem Fall Bratwurst verkauft, auch glaube ich wieder für 2 € oder so. Muss ich jetzt anfangen zu lügen, ne? Aber ich glaube, dass das irgendwas so in dem Dreh war. Auch sehr viele hängende Pflanzen, sehr viele Farne, also alles wild gemischt direkt am Eingang. Finde ich eigentlich immer eine sehr schöne Möglichkeit, um zu sehen, wow, guck mal, das haben wir alles. Alles auf einen Haufen gewürfelt.
Finde ich sehr schön. Und natürlich haben wir natürlich auch, also weiter hinten in diesem ersten Raum gab es natürlich auch weiter hinten, also ganz dolle weit hinten, also ein bisschen abgegrenzt, so einen kleinen Pavillon, wo man so ein bisschen sitzen und quatschen konnte. Davor natürlich wieder diese riesigen Pflanzen, die glaube ich auch zu Verkauf stehen. Und auch wieder hängende Fahne. Genau da hinten, wenn man jetzt da weiter durchgehen würde, dann kommt man in diesen ersten wirklichen Hauptraum, also wo jetzt, sage ich jetzt mal für mich als Anthurium Philodendron Liebhaber jetzt so das meiste steht. Genau, das heißt so der Bereich, also am hinteren Ende des ersten Raumes stehen halt natürlich so die ganzen größten Pflanzen. Und natürlich halt noch so an diesem ersten Übergangsstück stehen halt auch noch sehr viele. Das heißt, was findet man da eigentlich, also wie man es jetzt auf dem Bild gesehen hat, irgendwelche größten Anthurien, Veggie-Eye-Gemische, Anthurien, Philodendren, genau, das sind so die man jetzt da halt auf der Seite findet. Finde ich auch persönlich immer sehr schön. Man glaubt eigentlich nicht, also ich denke halt irgendwie immer, wenn ich mir das so angucke, okay, sie stehen nicht zu Verkauf. Gerade weil das halt so schön aufgeblüht ist oder arrangiert ist, das ist das Wort, was ich jetzt gerade gesucht habe. Deswegen denkt man halt eigentlich immer nicht, okay, man kann die Pflanzen kaufen. Doch, wenn ihr da euch da halt irgendeine nette Verkäuferin oder einen Verkäufer sucht, der wird euch bestimmt A, den Namen, wenn er nicht draufsteht, und B, auch den Preis sagen. Ich finde auch gerade zum Tag der offenen Tür sind die Preisausschilderungen sehr besser geworden. Also, was heißt besser geworden? Na, aber man findet jetzt halt schon Preise an den Pflanzen, anstatt irgendwie immer per diesem QR-Code und per Liste darum zu suchen. Das finde ich wirklich immer noch eine sehr, 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 sehr schöne Möglichkeit. Was mich persönlich immer so ein bisschen abtörnt, da diese zig DIN A4 Seiten lange Liste da durchzugucken und nach den Preisen zu suchen. Genau, das turnt mich halt irgendwie immer so wahnsinnig ab. Genau, das war der erste große Raum. Wir gehen jetzt halt auch gleich zu dem zweiten großen Raum. Das heißt, wir sind jetzt sozusagen durch diesen Eingang, durch diesen kleinen Schlitz da durchgegangen. Ach genau, was ich vielleicht noch sagen wollte, was ihr vielleicht in dem Video gesehen habt. Das heißt, wenn ihr jetzt hier seid ihr reingekommen, hier stehen die großen Pflanzen und hier kann man ja weitergehen. Ne? Hier hinten, was so eigentlich so ein bisschen abgegrenzt wurde, hier hinten stehen dann halt so werden die ganzen Pakete verpackt. Da stehen dann auch noch Verpackungsmaterialien. Da habe ich halt auch noch mal, ich glaube, letztes oder vorletztes Mal, ach genau, wo die Auktion war, genau, da war ich halt mal in diesem Bereich dahinter. Und da hat halt Alex gerade so importierte Pflanzen ausgepackt. Das finde ich halt immer noch wahnsinnig spannend. Ich persönlich, ne, wenn ich jetzt einen Tipp an Aquagenera geben würde, ich mag es, wenn man importierte Pflanzen auspackt. Das ist irgendwie immer so fast so wie Geschenke auspacken. Ja? Vielleicht ist da mal immer was dabei, was so ein bisschen eingegangen ist oder halt auch nicht, auch wenn es irgendwie repetitiv ist. Ne? Das heißt, irgendwie, man kriegt irgendwie jede Woche zig Pakete voller Pflanzen. So, ja? Aber ich finde das wahnsinnig schön, immer importierte Pakete, Pflanzenimporte auszupacken. Ne? Denn dass die alle so ein bisschen labbrig hinhängen, wie man sie vielleicht weiter verarbeitet. Verarbeitet. Schaschlik. Ihr wisst, was ich meine, ne? Also wie man sie jetzt so ein bisschen weiter am Leben erhält, wie es Aquagenera macht, so das fände ich wahnsinnig spannend. Ne? Dann haben sie mir halt auch gesagt, okay, dass dieser eine Pflanzenimport irgendwie immer nicht so gelungen war, weil das da unten so ein bisschen matschig war und deswegen lag das da noch so ein bisschen. Aber das finde ich persönlich so wahnsinnig spannend, wenn man das mal sieht. Genau, nicht lang quatschen. Das heißt, wir gehen jetzt sozusagen zu dem zweiten großen Hauptraum und gucken uns jetzt das nächste Video an. Genau, das ist der Raum. Links sind wir gerade reingekommen und es sind so viele Pflanzen und guckt euch dieses wunderschöne Monstrum an. Oh mein Gott, zum Glück stand da kein Name, aber leider ein Preis drauf. Er war Anfang, also ich glaube 120 Euro, habt ihr ja gerade gelesen, dreistelliger Problembereich oder Anfangsbereich. Es sind wirklich so unglaublich viele Pflanzen, ne? Wenn man jetzt halt wirklich irgendwie durch jeden Gang durchgehen würde.
Da würden wir irgendwie so mit drei, vier Teilen durchkommen. Da eben gerade rechts habt ihr auch meine riesige Arturum Insigne Gigante gesehen, nicht so gigantisch. Ich finde, Equagenera hat so unglaublich viele Pflanzen, dass es nicht mehr, dass es so, dass es, dass, dass es, dass ich mich so sehr schwer tue, zu sagen, wow, das ist was Besonderes, ne? Denn da stehen so unglaublich viele Pflanzen, viele Variegationen, viele unterschiedliche Typen von Anthurien-Namen, die ich noch nie in meinem Leben zuvor gehört habe. Und immer wenn ich einen Namen hochhebe, sind da immer Pflanzen oder Namen dabei, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Und das ist halt wirklich schon sehr beeindruckend. Das heißt, man sieht sich da, man kommt erstmal so ein Oha in diesen Raum rein. Deshalb empfehle ich euch das irgendwie immer wieder, wenn ihr da wirklich mal, wenn ihr wirklich Pflanzenliebhaber seid und ihr seid da wirklich irgendwie in der Nähe, gebt euch das mal, nehmt euch da wirklich zu 2, 3, 4 Stunden in Ruhe. Ihr braucht die Zeit, ne? Aber das ist wirklich schon, also ich habe auch bis jetzt noch nicht so wirklich andere wirklich Pflanzenläden in der Größe gesehen, ne? Aber das finde ich schon immer wieder, wenn ich in diesen Raum reingehe, finde ich das immer so beeindruckend, denn immer steht das irgendwie immer ein bisschen es steht irgendwie immer ein bisschen anders, ne? Man kennt so seine Spots, wo die großen oder wo die für mich persönlich interessantesten Pflanzen stehen. Klar, ich glaube, irgendjemand hatte mich auch angeschrieben, das glaube ich bei dem Botaniker-Video, ich soll mal mehr Heuer zeigen und Alocasia, ja, aber gerade bei Equagenera gibt es diese Pflanzen oder ich habe nicht ganz speziell darauf geachtet. Ne? Ich glaube, Equagenera zieht wirklich zu einem sehr großen Teil Anthurien, irgendwelche Gemische, also Anthurien-Gemische und Philodendren auf, wobei Philodendren halt schon so ein bisschen nachlassen. Sehr viele Orchideen, wenn du daran interessiert bist. Und das war's dann. Ne, klar, es gibt halt auch so einen kleineren Bereich mit Alokasien und wie mal so einen kleinen halben Tisch im zweiten oder dritten Raum oder so. Aber das ist halt eher so ein bisschen zweitrangig. Klar, es gibt halt auch sehr viele Orchideen, die da hängen. Klar, das gibt es halt auch immer, ne? Aber ich finde diesen zweiten Raum wirklich immer schon so beeindruckend, gerade wenn du zum ersten Mal da bist. Du kriegst halt erstmal so ein Oh mein Gott, Moment. Und du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Und deswegen finde ich es halt wirklich schon sehr schwierig, da jetzt halt wirklich Pflanzen rauszupicken, die speziell sind. Denn ich habe da von den meisten Pflanzen noch nie irgendwas gehört. Weißt du, was ich meine? Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, oh, okay, ich gebe mir jetzt. Deswegen mache ich auch irgendwie immer gerne nur so einen Überblick, damit ihr euch so ein bisschen durch die Pflanzen rauspicken könnt oder visuell rauspicken könnt, die euch interessieren. Genau. Der erste große Raum. Genau, weiter hinten kommt jetzt der Bereich, der mich sehr interessiert. Das ist die Pflanze, die ich in meine engere Auswahl gepackt habe. Da müsste jetzt irgendwas mit Rabbit Ears draufstehen, glaube ich. Genau, Rabbit Inverse Crossing. Der Preis war 80 Euro. Fand ich wirklich sehr, sehr schön. Genau, Benny fummelt dann auch so ein bisschen an diesem Schild rum, was er nicht richtig hingestellt kriegt. Genau, jetzt sieht man es halt vielleicht schon. Dieses eine Anthurienblatt. Oh mein Gott, es hat's mir angetan. Ne? Jetzt seht ihr das da gerade rechts im Bild. Habt ihr vielleicht schon mal bei mir gesehen? Preis waren 180 Euro. Oh mein Gott. Das war wirklich, wirklich ausnahmslos. Und da steht jetzt genau, was steht da drauf? Ein Anthurium Kirinoi Velvet steht da auf dem Schild drauf. Genau, was ich halt auch noch in meine engere Auswahl gepackt habe, war jetzt die Pflanze, die jetzt gerade auf der linken Seite steht, jetzt gerade in der Mitte, dieses riesige Blatt. Genau, diese Pflanze. Was ich persönlich halt da aber ein bisschen schade fand, dass es halt kein Blatt gibt, was nicht so wirklich perfekt ist. Also wisst ihr, was ich meine? Irgendwie immer, 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 die Pflanze hatte irgendwie immer, oder die Blätter hatten irgendwie immer einen Knick oder irgendwie waren gedamaged und das fand ich halt ein bisschen schade an dieser riesigen Pflanze. Und deswegen habe ich gedacht, okay, ich habe halt auch so ein, mir auch ein Limit gesetzt.
Aber weil auch die Blattstruktur halt auch was anderes ist, dachte ich so, oh, okay, wenn die Pflanze jetzt wirklich so aussieht wie das letzte Blatt, was du unten gerade links gesehen hast, dann, oh mein Gott. Vielleicht fahren wir ja da noch mal hin, wenn ich vielleicht auch mal mehr Platz in diese Richtung habe. Das wollten wir halt auch noch am Ende des Jahres machen. Genau, das waren die drei Pflanzen, die ich auf meiner Liste hatte. Ich habe gesagt, so, nee. Nee, ich war jetzt da, glaube ich, schon zwei oder dreimal dieses Jahr, weiß ich gar nicht schon, weiß ich gar nicht mehr. Ne? Und irgendwann sagt meine Kreditkarte dann halt auch, ist mir zu heiß, ist leer. von daher, aber diese eine Pflanze, ne, die hat es mir halt auch wirklich angetan. Ich habe gedacht, nee, okay, eine von den beiden, also das heißt entweder oder, weil ich dachte, okay, dass die Pflanzen so beide in der gleichen Preismasche liegen, gerade für so eine große Pflanze, habe ich gedacht, okay, nee, eine von den beiden und eventuell, wenn ich richtig gut bin, dann halt noch eine kleinere, aber das ist so das Maximum, was ich mir gesetzt habe. Und da habe ich mich dann eventuell für die Pflanze entschieden, die du vielleicht zuerst gesehen hast. Man weiß nie. Das erfährst du ja erst am Ende. okay, cool. Also das ist halt so mein Bereich, weswegen ich da halt eigentlich hinfahre, ne? Weil die Pflanzen, weil das sind so Pflanzen, die mich persönlich interessieren. Genau. 16 Minuten, wir sind halt erst noch nicht mal in der Hälfte. Okay, schnell weitermachen. Genau, ich habe dann halt noch eine weitere große Pflanze gesehen. Die stand halt links daneben. Ich liebe dunkle Blätter. Oh mein Gott, vor allem dunkle Blätter mit weißen Venen drauf. Die musste ich heute euch unbedingt zeigen. Genau, das ist halt wieder halt ein Name, den ich auch wieder zum ersten Mal gelesen habe. Ne? Aber das ist, dann dachte ich so, wow, okay, das muss ich euch zeigen. Gigi Dreams Inverse Crossing, genau, wieder ein Name, den ich nicht kenne, aber so eine ähnliche Pflanze habe ich mir bei Harmony Plants bestellt, also zumindest halt, was die Blattstruktur halt angeht. Ne, ich entscheide jetzt da nicht, okay, go catch them all, genau, das war die Pflanze, die ich jetzt meinte, die ich mir eventuell auch gekauft hätte, aber oh Gott, guckt euch mal das Blatt an, oder? Oh mein Gott! Vielleicht steht die Pflanze ja da noch, wenn ich da noch mal hinfahre, irgendwie am Anfang nächsten Jahres. Gucken wir mal. Oder vielleicht gibt es da halt auch noch irgendwas anderes Schönes, Großes. Müssen wir mal gucken. Ich muss halt aufpassen, nicht, dass ich jetzt hier nur Äquagenera-Videos mache. Ne? Aber ich mag diesen Laden halt wirklich. Und das ist halt so der einzige Laden, glaube ich, der so ein bisschen, was so fahrtechnisch in einem humanen Rahmen liegt. Ne? Ich glaube, ich fahre 3 Stunden hin, 4 zurück, weil irgendwie konstant 130 ist oder so und das ist mir dann irgendwie ne? Aber deswegen ist es halt also mein Jahreshighlight, mein persönliches Jahreshighlight, wenn man sagt, okay, man fährt da einmal am Anfang, einmal am Ende des Jahres hin, dann ist das halt für mich ganz cool. Ne? Deswegen mache ich halt auch so viele Aquagenera-Videos, weil das halt für mich mit 3 Stunden halt noch an einem Tag hin und zurück zu bewältigen ist. Ne? Ich fahre das irgendwie größtenteils komplett alleine. Genau, deswegen gibt es halt eigentlich so Äquadenera. Ne? Also ich krieg das nicht bezahlt von denen. Ich krieg gar nichts. Ne? Aber das ist so mein, boah, wenn ich mich mal so richtig satt sehen will, dann gehe ich, dann fahre ich dahin, mache für euch noch so die besten Videos und dann ist das halt ganz, ganz cool. Genau, links daneben, also genau, wenn ihr jetzt halt in diesem großen Raum halt seid, dann stehen hier hinten halt eigentlich so die ganzen großen Pflanzen. Daneben, der Raum daneben, da war die Auktion. Ne, das Video haben wir ja halt auch gesehen oder halt auch gemacht. Ich hoffe, dass sie nochmal eine Auktion machen, ne? Weil ich persönlich, ich fand das eigentlich richtig cool. Anyway. Genau, und daneben stehen halt eigentlich immer noch so ein paar Regale. Ich sage das jetzt Regale, ja. Aber so ein paar Regale, wo halt so ein paar Pflanzen stehen mit so ein bisschen länglichen Blättern und da standen zum Beispiel eine Anthurium quirumalense. Und das gucken wir uns jetzt an. Oh mein Gott, ne? Wenn da halt so 3 Reihen an Pflanzen stehen, das sieht wirklich schon echt, echt beeindruckend aus. Ne? Uff. Muss ich mal gucken, ob ich nicht sowas halt auch irgendwie mache, fällt mir jetzt halt gerade ein. Ne? Weil ich wollte halt sowieso eine.
Ich wollte halt hier in meinem Raum, weil ist mir aufgefallen, ich habe sehr viele Pflanzen, die halt wirklich die eigentlich Licht von der Seite benötigen, anstatt Licht von oben. Ob ich dann nicht mir irgendwie auch so ein Regal dahinstelle, das wäre eigentlich ganz cool, ne? Ja, aber wenn da irgendwie so so ein Riesenmonstrum steht, dann ist das Regal auch wieder voll. Naja, muss ich mal gucken, ne? Genau, jetzt auch wieder auf der Schwenk einmal durch die ganzen Reihen, wie ihr seht. So unglaublich viele Pflanzen und auch da hinten an der Wand stehen halt auch noch kleine Farne oder Orchideen. Es ist wirklich so unglaublich viele Pflanzen, dass man da halt wirklich echt Zeit braucht, um sich da halt einmal in Ruhe durchzugehen. Ne, aber diese Quirmalense auf diesem Regal, das fand ich halt wirklich schon echt sehr beeindruckend. Gerade wenn es dann halt so ein bisschen einheitlich, so in drei Reihen und alles hängt so richtig schön runter, ne? Das ist schon, das bin ich glücklich. Genau. Genau, ich habe mir, glaube ich, in den letzten Videos eine Insigne Gigante auch von Equagenera gekauft. Genau da dieses angeknusperte Blatt oder da das Blatt, was sich gerade neu ausrollt. Ich habe die Pflanze halt auch in nicht so gigantisch gefunden. Das sehen wir uns jetzt an. Da ist sie. Eine Anthurium Insigne Gigante in Mini Gigantisch. Das ist genau die gleiche, die halt auch bei mir hier hinten steht. Ich glaube, wenn ich den Preis richtig gelesen habe, dann waren es, glaube ich, entweder 50 oder 70 Euro, ne, wenn der Preis da so ein bisschen abgeknaspert war. Genau, 70 Euro. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich für meine bezahlt habe. Da müsstet ihr jetzt halt in einer der letzten Videos zurückscrollen. Weiß ich nicht mehr, ne? Aber das wäre halt zum Beispiel auch genau die Pflanze, die hier genau bei mir im Hintergrund steht und halt auch wächst und jetzt auch, glaube ich, zum ersten Mal eine Blüte hat, ne? Das war das Geheimnis hinter dem, okay, da kommen irgendwie so zwei kleine Stängel raus. Eins war ein Blatt und eins war die Blüte dahinter. Ich habe irgendwie echt Pech, wenn es jetzt darum geht, meine Anthurium wie sagt man dazu, befruchten? Pollinisieren. Ihr wisst, was ich meine, ne? Ich hatte, glaube ich, genau, hier ist ja nämlich noch jetzt gerade inzwischen ein männlicher Pollenstamm. Ich habe aktuell, glaube ich, nur drei Pollen oder drei lange Stängel, ja? Eine davon ist meine Insigne Gigante, der ist noch nicht ausgerollt. Und die zwei, das war eine Crystallinum und die Pflanze, wo ihr noch nicht wisst, was ich mir gekauft habe. So wie Weihnachten, weißt du, eigentlich weiß halt jeder schon, was er kriegt. Anyway, genau, ne? Und jetzt sind beide waren weiblich. Und jetzt sind beide männlich geworden. Das heißt, ich könnte jetzt halt nur versuchen, irgendwie diesen Pollen irgendwie einzufrieren und zu hoffen, dass das, was da rauskommt, irgendwie zuerst weiblich ist, dass ich dann da irgendwie diesen ganzen Pollen darauf mit dem Pinsel raufsprühen kann. Ne? Deswegen, ich habe das irgendwie immer im Kopf, aber irgendwie passt das nie wirklich, dass ich eine männliche und eine weibliche Pollenart habe oder Stängel, dass ich die dann zusammendingsen kann. Ne? Anyway, wir sind vom Thema abgekommen. Genau, Insigne Gigante, das ist die Pflanze, die bei mir hintersteht. Dann, wenn man weiter nach hinten geht, dann gibt es halt noch so kleine Boxen. Da hat mir Alex auch ganz stolz seine erste, ein bisschen seltenere, selber gekreuzte Pflanze gezeigt. Die fand ich auch wirklich sehr hübsch und das gucken wir uns jetzt mal an. Genau, da unten sind die Boxen. Ich bin da halt auch schon immer so vorbeigelaufen und dachte schon so immer so, okay, was ist da drin, ne? Aber irgendwie ohne nachzufragen, gucke ich da irgendwie nie hin. Da sind halt auch größtenteils Pflanzen drin, die glaube ich halt auch noch an das Klima übertragen oder an das Klima gewöhnen. Zum Beispiel, guck mal, das sind halt echt, oder die Pflanze da rechts. Rechts da vorne finde ich halt auch schon sehr schick, aber jetzt kommt die Pflanze, die ich halt eigentlich meine, in dem größten Karton. Benny hat da leider einen kleinen Fehl gemacht. Ich habe halt nicht verstanden, dass die Box schon hinten am Ende steht. Ne? Eigentlich wollte ich diesen genau weiter nach hinten schieben, das ging aber nicht.
Diese Pflanze hier rechts vorne, das sieht echt beeindruckend aus. Genau, und die hat er mir halt gezeigt, dass das halt irgendwie eine ganz schöne Mischung, eine Mischung ist, die er irgendwie selber gezogen hat. Sieht wirklich schon sehr beeindruckend aus. Von daher konnten wir da halt auch nachgucken, weil er gesagt hat, ja, okay, guck doch halt mal, alles okay, deswegen ist das jetzt halt auch wieder ein bisschen was Neues. Und ich glaube, in der letzten Box waren, glaube ich, nicht mehr so viele Neuheiten drin. Nee, aber haben wir da mal einmal reingeguckt. Genau, wenn die Blätter immer manchmal so ein bisschen weißlich aussehen, dann liegt das daran, dass halt Aequagenera eigentlich immer mit so einer Seifenlösung, habe ich mir mal sagen lassen, die Pflanzen absprüht. Also gerade was so Schädlinge angeht. Frisch ausgerollte Blätter. Ei, sieht das gut aus. Na, gerade wenn sie noch nicht so ein bisschen, wenn sie noch nicht so abgehärtet sind oder durchgehärtet sind, das sieht wirklich schon sehr beeindruckend aus. Ne? Und wie ihr jetzt halt hier auch schon seht, okay, es dürfte genau die Crystallinum sein. Aber sucht euch jetzt da halt mal eine Pflanze raus, wo ihr sagt, okay, das möchte ich jetzt halt beschreiben. Oder da im Hintergrund steht halt auch noch was Großes. Es stehen halt wirklich so viele unterschiedliche Pflanzen auf so einem engen Raum, dass es halt echt nicht möglich ist, jetzt halt zu sagen, wow, okay, guck mal, das ist jetzt das Highlight. Nee, oder das Video geht dann halt nicht Punkt 30 Minuten, sondern irgendwie 4, 5, 6 Stunden, wenn man jetzt da jede Pflanze einmal hochhält und erklärt, ne? Aber genau, da rechts sieht man halt noch eine kleine Veggie-Eye. Das hier vorne dürfte, glaube ich, auch noch meine Insigne Gigante sein. Wunderhübsche Blätter, wunderhübsche Pflanzen. Genau, da hinten sieht man halt noch einen kleineren Bereich mit Pflanzen, was jetzt nicht Philodendron oder Anthurien sind, sondern Alokasien. Ne? Da habt ihr vielleicht eine kleine Alokasie gesehen. Uff. Ne, was ich halt auch irgendwie immer sehr beeindruckend finde, sind bei Orchideen. Ne? Wenn die Orchideen in einer sehr hohen Luftfeuchtigkeit gehalten werden, dass die Pflanze nur in so einem Netzpot halten. Ne? Das heißt, du hast dann hier wirklich nur so einen kleinen Topf mit sehr großen Löchern drin und da ist halt auch kein Substrat drin, ne? Sondern halt einfach nur die Orchidee, die dann halt irgendwie Blätter hat und dann ranken diese Wurzeln einfach so unglaublich nach unten. Das finde ich, sieht sehr hübsch aus. Bei mir zu Hause leider nicht. Ich halte meine Pflanzen alle wirklich in purer normaler trockener Luft. Wie viel habe ich hier? Keine Ahnung, wie jeder andere normale Raum auch. 50, 60, 70%. Na, 70 wäre schon wieder zu viel, ne? Irgendwas zwischen vielleicht 50, 60. Ich habe nie gemessen. Ich habe hier keinen Luftbefeuchter. Ich mache ab und zu mal ein Fenster auf. Kein Luftbefeuchter bei mir, ne? Falls ihr das noch nicht gehört habt. Deswegen auch keine Luftzirkulation. Das heißt, ich habe ja auch keine Lüfter stehen, die irgendwas irgendwie hin und her pusten, sondern ich wasse mit normalem Leitungswasser, mache da irgendwelche Sachen dazu und stelle die Pflanzen hier hin und dann ist es das. Zum Beispiel so mach ich das. Genau, dann sind wir jetzt halt, dann haben wir den Raum verlassen. Das heißt, wir sind jetzt halt einen Raum weitergegangen. Da kommen jetzt die ganzen kleinen Babypflanzen, was ich halt auch sehr interessant finde, weil diese Pflanze, die da steht, die nicht zu verkaufen war. Auch weil sie so hübsche, sehr große Blätter hat. Da habe ich mich gefragt, okay, höchstwahrscheinlich gerade am Wurzeln ziehen, ne, dass die irgendwie vermehren wollen. Und fand ich wirklich sehr beeindruckend, deswegen habe ich die Pflanze mitgenommen. Und auch wieder hier, habt ihr ja vielleicht gesehen, in diesen einzelnen Reihen, die halt also halt eigentlich immer zwei Reihen oder eine kleine Reihe waren halt irgendwie immer eine Pflanzensorte. Das heißt, auf einer langen Bahn waren, ich zähle nochmal nach, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sagen wir mal, geführt 15, 20 unterschiedliche Pflanzen nur auf einer kleinen Hälfte von dem Tisch. Und das dann halt irgendwie durch alle Gänge durch. Geht halt nicht, ne? Also wenn man das jetzt irgendwie vernünftig machen will, genau. Dann gab es halt irgendwie immer noch in diesem einen, also jetzt in diesem dritten Raum, der fängt halt eigentlich immer mit kleineren Pflanzen an.
Und weiter hinten oder in der Mitte gibt es halt auch noch einen kleineren Bereich mit größeren Pflanzen. Gucken wir uns jetzt mal an. Genau, da gehen wir jetzt halt auch einmal durch. Eine größere Thai Constellation oder eine Deliciosa, weiß ich jetzt gerade nicht. Dann auch wieder hier, ich glaube, dass es Anthurien waren. Genau, Anthurien villanorum, glaube ich, war es. Die habe ich bei mir auch zu Hause. Auch eine wunderhübsche Pflanze. Na, was ist denn jetzt los? Ja, anscheinend ist Benny doch noch nicht so gesund, wie er gerade denkt. Benny ist gerade voll am Abhusten. Okay. Auch wieder eine Crystallinum, hoffentlich. Gucken wir mal, ob Benny recht hatte. Regale. Naja, okay, so ähnlich. Benny filmt sowieso irgendwie immer nur die Regale. Ja, das hatten wir ja auch schon in den letzten Videos, dass Benny irgendwie immer nur die Regale, die an Türen Regale filmt. Weil Benny die irgendwie ganz hübsch findet und dann, was ist das denn für eine Pflanze? Ach ja, genau, die Regale. Aber das passiert mir so häufig. Luxury Jungle. Genau, ne? Ich bin irgendwie immer noch so ein Verfechter, ne? Irgendwie immer, dass das halt manche Pflanzensorten oder manche Anthurienkreuzungen sich wirklich sehr stark ähneln. Ne? Also egal, wie es jetzt heißt. Genau, die Pflanze habe ich bei mir halt auch zu Hause, ist bei mir ein absoluter Tripsefänger bei mir zu Hause. Das heißt, irgendwie ein Blatt sieht, glaube ich, hinten komplett zerfressen aus, weil ich habe es zu spät gemerkt und dann tja, kam das Mittel halt dann irgendwie ein bisschen zu spät. Aber wirklich so wunderschöne Pflanzen in unterschiedlichen Größen. Genau, da habt ihr jetzt auch ein paar Preise dran gesehen. Das sind 150 Euro. Finde ich persönlich für so eine große Pflanze angemessen. Ne? Wir sind ja gerade ja sowieso so ein bisschen in diesem Pflanzenpreistief angekommen. Ne? Zum Beispiel diese Thai Constellation, die hat ja so vor 1, 2 Jahren, glaube ich, jetzt noch eine Null mehr gekostet, mindestens. Wahnsinnig interessante Pflanzen. Ich finde persönlich, dass die größeren Pflanzen vom Preis her wirklich sehr okay sind. Also rein von der Preisspanne. Ich hätte nicht gedacht, dass man jetzt so eine Pflanze, ja, das ist meine Hand. Ich habe, glaube ich, eine normal große Hand, jetzt keine kleine Babyhand, ne? Dass man das halt so irgendwie so für 180 Euro kriegt. Genau, also es sind halt immer noch 180 Euro und es ist halt immer noch viel. Ne? Aber ich hätte ein bisschen mehr gerechnet, dass die Pflanze ein bisschen mehr kostet. Ne? Aber genau, auch wieder der dritte Raum. Wir sind halt einmal durch die Reihe gegangen. Wir sind bei 33 Minuten, jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Genau, dann gab es halt noch einen, wie immer, noch einen vierten Raum. Genau, da seht ihr das Moos, das gucken wir uns halt auch gleich an. Jetzt kommt der Raum mit den sehr vielen Orchideen, Baby-Orchideen. Ich glaube, dass da hinten auch noch mal ein kleiner Bereich mit anderen Pflanzen kam. Gucken wir mal. Und jetzt zur rechten, also das, was ich gerade vorher gefilmt habe, waren halt kleine Orchideen. Die Pflanze fand ich persönlich auch ganz cool. Okay, wieder ein Name, den ich nicht aussprechen werde. Ich lerne dazu, weißt du? genau, und zur anderen Seite kam halt noch so ein Raum, wo sie halt ihr eigenes Substrat gemischt haben. Das fand ich halt eigentlich auch ganz spannend. Das heißt, da standen halt so riesige Tüten rum und natürlich, so neugierig wie ich bin, musste Benny erstmal in jede Tüte reingucken. Was mag da wohl drin sein? Anyway, okay, das gucken wir uns jetzt halt auch gleich mal an. Genau, da standen halt so viele Tüten drum und neugierig wie ich bin. Ich muss halt erstmal in alles reingucken, ne? Auch wenn man eine Tüte schon kennt. Erstmal überall reingucken, ob, na, vielleicht ist ja dann doch in einer anderen Tüte noch was anderes drin. Genau, Moos und Holzstückchen. Jetzt kommen hier so ein bisschen Steine.
ich sage das jetzt mal Steine, ne? Und hat so viele Orchideen. Ich glaube, ich war in dem Raum noch nie einmal ganz hinten, ne? Denn ich bin nicht so der nicht so der Orchideentyp. Ich mag sie, wenn sie irgendwie im Bauhaus oder nach der Orchideenblüte so sehr stark reduziert sind. Dann kaufe ich mir da eigentlich immer mal so ein bis zwei Stück, wenn sie so in einem relativ guten Rahmen sind, ne? Also ich kaufe die immer eigentlich immer gerne, wenn sie so um die 5, 6, 7 Euro kosten und nicht 20, 30 vorher. Da packe ich mir dann, da suche ich mir dann irgendwie so die größte, schönste aus, google vielleicht nochmal vorher, wie die Pflanze aussieht, wenn sie wirklich blüht. Ne, das mache ich eigentlich immer noch. Und dann ist das für mich meine Orchideenwelt. Ne? Also ich mag dieses eine kleine Regal, was ich da habe, wo irgendwie 10 Orchideen stehen und entweder wenn es blüht, dann ist cool. Und wenn nicht, dann nicht. Wenn sie irgendwie schlapp runterhängen, dann weiß ich wieder nach über einem Monat, oh, Benni, du hast vergessen, die Orchideen zu wässern. Weil dieser Semi-Hydro, habe ich auch ein Video zu gemacht, ist halt so hervorragend. Ich vergesse effektiv, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wann ich die Pflanzen das letzte Mal gegossen habe. Genau, jetzt gehen wir wieder aus dem Raum zurück. Das heißt, auf der rechten Seite war ja noch so ein kleiner Bereich mit Moos. Das gucken wir uns jetzt an. Fand ich halt auch sehr, habe ich jetzt bei Equadendera zum ersten Mal gesehen, dass sie jetzt halt auch Moos haben und auch Moos verkaufen. Das heißt, ich habe mir bei, genau, Benni muss immer erstmal alles anfassen. Ja? Ich weiß nicht, ob man es anfassen darf, aber Benni muss es. Ne? Moos sieht so schön flauschig aus. Und deswegen muss es Benni erstmal anfassen. Genau, das bedürfte auch höchstwahrscheinlich das gleiche Moos sein wie von der anderen Seite. Ist egal, Benni muss erstmal so seinen Finger reinhalten. Genau, was ich persönlich auch ganz cool finde, dass das Moos so ein bisschen auf einer kleinen Steinschicht gehalten wurde. Ne? Ich habe meinen Moos jetzt erstmal so unwissend in die mit so einer kleinen Wasserschicht, die ich mir, also ich habe mir meinen Moos bei dem letzten in Hamm, in der Messe, bei der Messe in Hamm gekauft, ne? So ein kleines Döschen und habe das da jetzt erstmal so in die Box gestellt und habe natürlich jetzt erstmal, jetzt wo ich weiß, dass man es auf Stein hält, habe ich jetzt meine Box natürlich jetzt erstmal mit diesem Blähton gefüllt und habe jetzt da auch natürlich mein Moos aufgestellt. Ich weiß jetzt, wie man es macht. Genau, Benni muss erstmal alles anfassen, also das ganze flauschige Moos anfassen. Wir sind bei 37 Minuten, das heißt, weiter hinten, genau, gab es halt noch eine sehr interessante Pflanze, die Angolos eburnea. Das gucken wir uns jetzt halt auch noch an. Da steht sie. Ich finde das halt wirklich sehr, sehr schön, wenn halt da wirklich so 10, 15, 20 Pflanzen standen und das sieht so ein bisschen überwuchert aus. Das ist so mein Style. Genau, wenn das so ein bisschen überwuchert, alles so wankelt, so ein bisschen kreuz und quer. So, das mag ich halt wirklich so sehr, wenn man es irgendwie so ein bisschen natürlich wachsen lässt und nicht irgendwie wie so ein Strebergarten. Alles muss irgendwie so sehr stark zurückgeschnitten werden. Das mag ich wirklich sehr. Genau, auch diese ganzen Pflanzen, die da von der Decke hängen und so viele Luftwurzeln. Ja, vielleicht ist das halt irgendwann mal mein Traum, ne, wenn man da halt auch irgendwann mal was von der Decke hängen hat, aber das traue ich mich nicht. Oder man müsste sich dann halt auch so eine lange Stange irgendwie hinziehen und dann, aber dann kriegt irgendwie das da unten wieder die Pflanzen, die unten stehen, halt keine Sonne mehr ab. Gucken wir mal, ne? So unglaublich viele Pflanzen, dass man halt wirklich gar nicht mehr weiß, okay, wo fängt man jetzt halt an oder nicht. Genau, das waren jetzt halt erstmal die Videos. Was habe ich mir gekauft? Ihr wisst es ja noch nicht. Das heißt jetzt Trommelwirbel, ja? Ich habe mir natürlich diese Anthurium Amazon Rabbit Inverse Crossing gekauft. Das war die hier. Das war die Pflanze, die habt ihr ja natürlich halt auch schon in dem Video gesehen. Einmal so weit zurück kann ich nicht. Das war diese Pflanze hier, die habt ihr ja schon ganz am Anfang gesehen, wo ich meinte, okay, 80 Euro hat sie gekostet. Das ist meine Hand. Musste ich mir kaufen. Das Ganze wurde halt auch, also A, weil der Stamm halt auch so schön aussieht. Ne, also wir werden die Pflanze jetzt natürlich halt auch irgendwie in einer der nächsten Videos aus dem Topf holen und uns die Wurzeln halt angucken. Deswegen wird er die Pflanze halt auch nochmal im Detail sehen, wenn das nächste Video rauskommt. Denn ich muss halt irgendwie ganz dringend sehr stark aus der Erde raus.
Ne, ich weiß halt auch nicht so wirklich, wie ich sie gießen soll, denn ich habe mit Erde noch nicht so wirklich viel am Hut. Ne? Aber das ist die Pflanze, die ich mir gekauft habe, weil ich dachte, okay, so für die Größe, die musst du halt einfach haben. Eingepackt war das Ganze in so einer normalen Plastiktüte. Ne? Einfach hier so reingestellt und dann hier oben halt einfach zugebunden. Hat super geklappt. Und die andere Pflanze, die hebe ich jetzt nicht hoch, das war die hier. Das hier ist wirklich mit Abstand das größte Blatt von der Pflanze. Dann hat sie noch eins, zwei, drei, vier Blätter. Die sind halt aber alle eher so in der Größe hier, ne? Alle hier so in der Größe. Aber deswegen, genau wegen diesem Blatt, musste ich diese Pflanze halt haben, weil es das Neueste ist. Und wenn das neueste Blatt schon wirklich so die Größe hat, dann musste ich die halt haben. Ne? Also gerade, ich habe ja die Insignie, die ganze da hinten, jetzt habe ich die hier noch, das war diese, ach genau, das war eine Anthurium Chirinoi Velvet. Ich habe mir extra den Stecker hier hingelegt. Ne? Benny merkt sich nämlich keinen Namen. Genau, das war mein Video zu Aequagenera, zum Tag der offenen Tür. Vielen Dank, dass du bis hierhin durchgehalten hast. Ich hoffe, du hast eine angenehme Woche, eine angenehme Woche, wenn du mich irgendwie unterstützen willst, nochmal Werbung in eigener Sache. Ich habe seit neuestem Memberships, den Button, den findest du da unten, ne? Kannst du gerne mal raufklicken und dich informieren, was du da alles findest. Vielleicht ist ja da schon mal irgendwas Schickes dabei. An Tierlisten oder an Sachen, die du dafür bekommst. Wenn du sonst noch irgendwie mir irgendwas mitteilen willst oder du willst irgendwas Bestimmtes sehen oder ey, guck mal, da gibt es heute halt auch noch eine kleine Auktion oder einen Pflanzentausch oder einen Workshop oder so, dann schreib mir halt entweder ein E-Mail über den Linktree, mich findest du ja sowieso generell überall auf Social Media, auf Instagram, TikTok, Pinterest, Xing, ach nee, nicht Xing, X, naja, klingt so ähnlich. Ja, und dann entweder, oder ihr schreibt mir eine E-Mail oder einfach in die Kommentare rein, und dann guckt sich Benny das halt an. Genau, das war's. Diesmal ein bisschen Überlänge. Beim nächsten Mal wird es kürzer. Vielen herzlichen Dank. Bei mir geht es wieder nächsten Sonntag, wie immer, um 10 Uhr weiter. Wuff.